Hallo, mein Name ist Germaine Chia. Ich bin Ingenieurin und arbeite in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich Ihnen gerne die Funktionsweise und Anwendung geosynthetischer Küstenschutzschläuche erklären. Geosynthetische Küstenschutzschläuche sind großformatige Container, die mit Sand befüllt werden. Sie können sowohl für den Küsten- als auch für den Uferschutz eingesetzt werden. Die Schläuche werden in situ mit einem Sand-Wasser-Gemisch hydraulisch befüllt. Das Wasser drainiert dabei durch die permeable geotextile Hülle und der Sand lagert sich im Schlauch ab. Häufig werden die Schläuche zusammen mit Kalkschutzmatten installiert, um eine mögliche Unterspülung bzw. eine Erosion unterhalb der Schläuche zu verhindern. Im konventionellen Küstenschutz werden Holzverbauten, Spundwände oder Steinaufschüttungen in Verbindung mit Asphalt oder Beton eingesetzt, um die Küste vor Erosion zu schützen. Diese Lösungen sind aufgrund der hohen logistischen Anforderungen und aufwendigen Bauprozesse oftmals sehr kosten- und zeitaufwendig. Im Vergleich dazu sind die Küstenschutzschläuche nicht nur deutlich wirtschaftlicher, sondern auch umweltfreundlicher. Sie können mit vor Ort vorhandenem Material wie Sand befüllt werden und dadurch teure Wasserbausteine einsparen. Unter Wasser werden die Schläuche schnell durch die maritime Flora und Fauna besiedelt. Außerdem haben sie eine hohe Widerstandsfähigkeit und sind langfristig abriebbeständig. Auch optisch fügt sich das sandfarbene Material der Küstenschutzschläuche gut in das Landschaftsbild ein, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu den oftmals wenig ansprechend aussehenden Steindeckwerken macht. Zu einem guten Erosionsschutzsystem im Küstenschutz gehört ein effektiver Kalkschutz, der den Schlauch gegen Unterspülung sichert. Dieser ist notwendig, weil der Bereich vor bzw. unter den Schläuchen bei Wellen und Strömungen für Unterspülungen anfällig ist. Je nach Anwendung kann der Kalkschutz beidseitig oder auch nur auf einer Seite des Küstenschutzschlauches angebracht werden. Die Kalkschutzmatte ist mit Ankerschläuchen versehen, die dafür sorgen, dass die Matte lagestabil ist. Die Installation der Schläuche folgt einem simplen Grundprinzip. Zunächst werden die Schläuche ausgelegt. Bei kleinen Schläuchen kann dies manuell erfolgen. Für größere Schläuche sollte man für die Verlegung entsprechendes Gerät vorhalten. Wenn die Schläuche unter Wasser installiert werden, können sie zum Beispiel mit Hilfe eines Pontons platziert werden. Sind die Schläuche ausgelegt, kann umgehend mit der Befüllung begonnen werden. Wichtig hierbei ist, die Einfüllstutzen zu stützen, um eine Überbeanspruchung zu vermeiden. Die Pumpleistung für das Wassersandgemisch hängt davon ab, welche Befülltechnik, ob zum Beispiel ein Saugbagger oder eine Tauchpumpe, Anwendung findet, oder auch vom Setup, ob zum Beispiel ein Mischtank eingesetzt wird. Nachdem der Schlauch befüllt wurde, muss der Einfüllstutzen sicher verschlossen und am oder im Schlauch befestigt werden, um ihn so vor Wellenschlag und anderen Einflüssen zu sichern. Das geosynthetische Küstenschutzschlauchsystem bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten. Man kann das Küstenschutzelement ausschließlich aus geotextilen Schläuchen aufbauen oder eine Kombination mit anderen Elementen wie Sand oder Steinen verwenden. Im Dünenschutz zum Beispiel wird der Dünenkern aus Schläuchen aufgebaut und dann mit Sand bedeckt. Ähnlich wie im Dünenschutz kann der Kern einer Buhne mit Schläuchen ersetzt werden, die dann mit Wasserbausteinen abgedeckt werden. Diese Installationsweise sorgt für hohe Kosteneffizienz und schützt die natürlichen Ressourcen, weil das vor Ort verfügbare Material wie zum Beispiel Sand für die Befüllung der Schläuche genutzt werden kann und nicht von weit her angeliefert werden muss. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Bereitstellung von umweltfreundlichen Ingenieurlösungen für den Küstenschutz. Die Einsatzmöglichkeiten für Küstenschutzschläuche sind dabei sehr vielfältig. So können sie im Küstenbereich als Dünen, im Wasser als Buhnen bzw. Wellenbrecher und im Uferbereich als Erosionsschutzelemente eingesetzt werden. Einige Projektbeispiele möchte ich Ihnen nun gerne vorstellen. Im Jahr 2012 gab es an der Ostsee einen heftigen Wintersturm, der in der Nähe von Rowi in Polen zur Erosion der Dünenlandschaft führte. Zur Verstärkung des Dünensystems wurden in einem Abschnitt zweilagig angeordnete Küstenschutzschläuche installiert. Um die Schläuche in die natürliche Umgebung bzw. Düne zu integrieren, wurde der Verbau vollständig mit Sand überschüttet. Das System hat sich bereits bei mehreren Winterstürmen bewährt und die fortschreitende Dünenerosion gestoppt. Um den Strand eines Hotelresorts auf der Insel Kos in Griechenland vor Erosion zu schützen, wurden mehrere Wellenbrecher aus Küstenschutzschläuchen senkrecht zur Küste installiert. Durch diese Maßnahme kam es zur nachhaltigen Strandverbreiterung. Ein ähnliches Projekt gab es 2012 in Italien. Dort wurde in der Bucht von Punta Ala zum Schutz des Seegrases ein Riffwellenbrecher aus mehreren Schläuchen mit unterschiedlichen Längen und Durchmessern installiert. Küstenschutzschläuche können aber nicht nur als Wellenbrecher, sondern auch als Dämme und Deiche verbaut werden.
Das aktuell gängige Verfahren der Sandaufspülung zur Herstellung von Umschließungsdeichen unterliegt der konstanten Erosion und ist nicht nachhaltig. Durch die erosionsstabile Verpackung des Sandes mit einem geotextilen Schlauch wird der Erosionsprozess unterbunden. Auf diese Weise wurden in den Niederlanden auch zwei künstliche Inseln als Rückzugsgebiet für bedrohte Tierarten gebaut. Hier dienen die Schläuche als Randdämme und Verstärkung für diese künstlichen Inseln. Ein sehr beeindruckendes Projekt wurde im Jahr 2016 in Deutschland realisiert. Hier wurden Küstenschutzschläuche auf einer Länge von rund 1500 Metern entlang der Uferböschung eines künstlichen Sees unterhalb der Ortschaft Lieske installiert. Aufgrund windinduzierter Wellen und damit einhergehenden Erosionsprozessen hatte sich an dem Ufergelände ein Kliff mit einer Höhe von bis zu 5 Metern und einer Neigung zwischen 33 und 50 Grad ausgebildet. Um den kontinuierlichen Prozess der Ufererosion mit Kliffbildung zu verhindern und eine sichere finale Flutung des Sees gewährleisten zu können, wurde der Uferschutz mit jeweils 50 Meter langen und 2 Meter hohen Küstenschutzschläuchen realisiert. An Stellen mit einer Kliffhöhe von mehr als 2 Metern wurden die Schläuche versetzt übereinander angeordnet und so eine maximale Konstruktionshöhe von 4 Metern erreicht. Wie Sie auch an den Projektbeispielen sehen konnten, sind Soiltain-Küstenschutzschläuche eine sehr variable, wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative für den ganzheitlichen Küsten- und Uferschutz. Wenn Sie mehr über die technischen Details und die Hüsker-Lösungen wissen möchten, informieren Sie sich doch auch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten.